Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink Power Director in der Version 15. Heute geht es um PowerPoint-Präsentationen, wie ihr die mit dem Programm bearbeiten könnt, was ihr damit anstellen könnt und wo auch die Grenzen leider sind. Ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation geöffnet, die enthält neben den einfachen Folien auch leichte Animationen. Die möchte ich euch kurz zeigen. Beim Mausklick wird letztendlich hier das hervorgehoben und so weiter und so weiter. Und auf dieser Folie ist auch nochmal ein Effekt verarbeitet. Beim Mausklick kommen hier Textpassagen in unterschiedlichster Form, werden hier in diese Präsentation eingefügt. Die ist ganz normal abgespeichert. Ich zeige es nochmal als eine PPTX, also das Standardformat von PowerPoint und enthält die entsprechenden Animationseffekte. Wir öffnen das Videoschnittprogramm, gehen auf Mediendateien importieren. Das ist die PowerPoint-Präsentation und öffnen diese. Und jetzt schauen wir, was passiert. Das Programm wandelt diese PPTX-Datei um und macht daraus einzelne PNG-Dateien. Wenn man hier ein bisschen die Maus drauf lässt, sieht man die Einblendung 001 PNG. PNG ist ein Bildformat. Ich kann diese jetzt hier alle importieren und kann diese auf die Videospur natürlich runterziehen. Wenn ich die jetzt abspiele, haben diese einzelnen Bilder ein festes Abspielzeitformat. Das zeige ich auch gleich, wo man das nochmal verändern kann. Und dann wird sozusagen ein Bild nach dem anderen Bild abgespielt. Wir achten jetzt mal auf diese Folie 2, die gerade abgespielt wird. Und hier sieht man schon, ja, es ist alles vorhanden. Allerdings fehlen die Animationseffekte, die ich ja in PowerPoint eingebaut habe. Wir springen auch gleich mal auf die nächste Folie. Auch hier sieht man diese Effekte nicht. Das ist sozusagen gleich das erste Manko, was hier passiert, weil es passiert nämlich nichts. Das liegt daran, dass der Cyberlink Power Director die einzelnen Präsentationsfolien nimmt und sie umwandelt in eine ganz einfache PNG-Datei. Also merken wir uns, alle Effekte, die ihr in PowerPoint erstellt habt, sprich Animationen, werden beim Import nicht mit berücksichtigt und ihr könnt euch die Zeit im Vorfeld sparen. So, jetzt habt ihr hier durch das Runterziehen auf die Zeitachse ist ja jeder Clip gleich lang. Wenn ihr hier die Maus drüber legt, dann seht ihr, dass momentan dieser Clip etwas länger als 15 Sekunden ist. Man kann das natürlich verändern, indem man in die Voreinstellung geht und klickt hier auf Bearbeitung und dann sehe ich, das ist eine Bilddatei und die wird automatisch mit 15 Sekunden Zeit auf der Zeitachse hinterlegt. Das kann ich natürlich hier anpassen. Bei einer PowerPoint-Präsentation hängt es natürlich immer so ein bisschen davon ab, welche Inhalte sind drauf und wie lange möchte ich gegebenenfalls jetzt hier manuell einen Effekt einfügen oder vielleicht auch sogar einen Kommentar aufnehmen. Weil ehrlich gesagt, für mich macht es nur Sinn, eine PowerPoint-Präsentation in ein Videoformat umzuwandeln, wenn ich Filmsequenzen mit integriere. Und eine Filmsequenz könnte sein, dass ich hier nochmal ein Video vielleicht mit importiere oder dass ich gar einen nachträglichen Kommentar aufnehme. Ihr habt jetzt die ganzen Bilder hier in dieser Zeitachse hinterlegt und sagt jetzt, auf dieser Folie steht so viel Text, dass das länger als 15 Sekunden dauert. Weil es ist wichtig. Dann könnt ihr natürlich das hier entsprechend anpassen, über das manuelle Verschieben. Immer darauf achten, ihr bekommt dann, nachdem ihr den Clip verschiebt, diese drei Möglichkeiten angezeigt. Und damit die anderen Clips nicht verloren gehen oder überschrieben werden, mache ich Trim und alle Clips verschieben. Ich könnte auch sagen, Trim und Clips verschieben, dann wäre das der gleiche Effekt, weil ich habe nur eine Videospur in dem Fall belegt. Habe ich mehrere Videospuren belegt, dann ist es sinnvoller, Trim und alle Clips zu verschieben. Okay, ihr könnt jetzt natürlich sagen, alles klar, ich möchte das ein bisschen actionreicher haben, ja, und das ist ja immerhin eine Videoanimation, die hier passiert, dass ihr sagt, ihr markiert alle. Das habe ich jetzt mit der Tastenkombination Steuerung A gemacht.
und gehe hier auf diesen Magic Tools. Und dann würde ich einfach mal Magic Motion ausprobieren. Und würde einfach zufällig sagen und würde sagen, lass das Programm mal schauen, was das so alles kann. Und wir schauen uns das mal in der Vorschau an. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache, aber hier hätte ich wenigstens die Möglichkeit, diese einzelnen Bilddateien zu animieren und in irgendeiner Form etwas spannender ablaufen zu lassen. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden, auf was ich hinaus wollte. Wir haben natürlich auch noch den Magic Movie Assistenten, der hier draus was machen kann. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ausgewählte Elemente auf der Zeitachse hier zu nehmen. Jetzt kann ich hier ein Style auswählen, der zu meiner Präsentation passt. Das ist jetzt natürlich für das Thema nicht ganz so prickelnd, weil es geht ums Fliegen und eine Außenlandung. Das passt jetzt natürlich nicht, aber ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich weiß, dass das sicherlich jetzt etwas gewagt ist, hier den Comic-Style auszuwenden. Der analysiert das Programm, das macht eine Vorschau für mich. Hier könnte ich jetzt hier noch einen Titel eingeben. Ich sage mal die Außenlandung. So ist der Titel der Präsentation. Endtitel. Fortsetzung folgt. Das passt sogar rein theoretisch. Ich kann es mir jetzt hier in der Vorschau anschauen. So. Macht natürlich mehr Sinn, wenn der Zeiger hier nach vorne ist. Automatisch wird eine Musik eingeblendet. Das sind natürlich jetzt alles Comic-Effekte, die hier vom Programm gekommen sind. Für eine Präsentation ist das natürlich, glaube ich, nicht geeignet, weil das Tempo einfach nicht stimmt, gerade bei Textfolien. Auch die Reihenfolge ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber auch hier geht es ja darum, das Prinzip zu verstehen. Was man natürlich auch noch machen kann, ich habe ja hier eine Musikspur, dann könnte ich auch hier eine Musik unterlegen oder gar einen Kommentar aufnehmen. Für mich stellt sich generell die Frage, warum importiere ich überhaupt eine PowerPoint-Präsentation in ein Videoschnittprogramm, weil ich letztendlich in PowerPoint, glaube ich, viel bessere Möglichkeiten habe, um eine Präsentation vor Live-Publikum ablaufen zu lassen und zu erstellen, als wenn ich hier einen vorgegebenen Videofilm arrangiere mit festen Zeitfrequenzen. Und wenn aber im Publikum jemand eine Frage hat, dann müsste ich den Film entweder anhalten oder ich müsste vorspulen oder zurückspulen. Von daher, ich wollte einfach nur mal aufzeigen, dass es möglich ist, was man machen kann und wo auch die Grenzen sind. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen damit beantworten. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für das freundliche Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.